Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Angezockt. Und ja, es ist soweit, ich kann endlich das Spiel spielen und präsentieren, auf das ich seit der Gamescom schon warte, und zwar Heroes of the Storm. Das hat mich auf der Gamescom schon sehr geflasht und dementsprechend ist es jetzt soweit. Es ist so ein klassisches MOBA-Spiel, also geht in Richtung League of Legends, Dota, Heroes of the Storm, Heroes of Neverwrath, glaube ich, heißt. Also in diese ganze Chose. Und ja, man hat... Ich spiele einfach mal ein Koop-Spiel. Es gibt natürlich mehrere Spielmodi, üben, Koop, Versus oder eigenes Spiel. Gewertet ein Ladder-System gibt es noch nicht. Aber ich mache einen Koop gegen Computerbots. Das ist einfach ein bisschen einfacher jetzt zu zeigen und natürlich auch einfacher zu spielen. Alles andere wäre auch gelogen, wenn man jetzt sagen würde, das ist genauso anspruchsvoll wie gegen menschliche Spieler. Jetzt nehmen wir hier Valla. Gibt natürlich auch noch andere Spieler, weil er ist, es wird, beziehungsweise das zeige ich auch noch schnell. Es gibt hier ganz viele aus allen Blizzard-Universen. Anub Arak, Arthas, Asmodan, also Diablo natürlich ganz weit vorne dabei. Diablo, dann Illidan, also Warcraft-Universum, natürlich Jaina, Starcraft, ganz klar auch sehr wichtig. Also ihr seht, es gibt sehr viele coole Leute, die man so aus dem Blizzard-Universum im Allgemeinen kennt. Jim Raynor, alle sind sie am Start. Aber wie gesagt, wir nehmen jetzt Valla. Ich bin bereit. Und hoffen mal, dass wir damit einigermaßen gut zurechtkommen und dass ich es euch präsentieren kann. So, da haben wir auch schon ein Trüppchen gefunden. Ah, Jim Raynor ist auch dabei. Sehr cool. So, und hier bei der Schwarzherzbucht ist der Sinn und Zweck. Es gibt drei Lanes, die zeige ich euch gleich noch. Und, beziehungsweise es gibt mehrere, aber wie gesagt, so drei Hauptlanes. Und man muss zwischenzeitlich Dublonen aus den Schatztruhen bekommen. Wenn man diese Dublonen hat, kann man die in der Mitte beim Captain abgeben. Und wenn man genug abgegeben hat, sieht man dann auch gleich natürlich im Spiel. Aber dann ist es so, dann kann man... mit den Captain dazu auffordern, die gegnerische Basis zu beschießen. Was mal eine schöne Abwechslung in dem ganzen System ist. So. Dann haben wir hier unsere Talente mit Specs, die wir dann da verändern können. Auch ein Unterschied, man hat ein Pferd oder man hat ein Reittier, mit dem man ja so ein bisschen mobiler ist. Also man sieht hier unten gibt es eine klassische Lane, dann hier eine Mittellane und hier die, ich nenne sie mal Top-Lane, so kennt man das sonst aus der Begrifflichkeit. Und hier in der Mitte, da ist dann ein Schiff, noch nicht, aber sieht man dann nachher auf jeden Fall. Und damit kann man dann den Captain dazu auffordern, sobald er denn dann gespawnt ist, den Gegner zu beschießen. So, jetzt warte ich auf meine Minions, dass ich hier ein bisschen was hab und dann schon auf die gegnerischen schießen kann. Was schön ist, dass es ein bisschen einsteigerfreundlicher ist als League of Legends oder sonstiges. So, da zwingen wir den direkt mal in die Flucht. So, und da gibt es jetzt eben schon auch diese Schätze, diese besagten, beziehungsweise diese Fässer. Da gehen wir jetzt einfach mal hin, zeigen euch das. So, da fallen hier schon. So, und jetzt geht's ab zum Captain. Und da gibt es hier dieses Schiff und dieses schießt dann eben auf die Gegner, sobald hier unten genug Coins eingezahlt worden sind. Ist nun passiert. Und jetzt schießt er dann nämlich auch schon. Sieht man auch hier ganz gut. Der schießt hier rauf. Also ist mal wirklich eine schöne Neuerung. So sonst so zu tristen MOBA-Alltag. Und
Und auch hier so Heilkugeln, die immer fallen gelassen werden. Und jetzt ein Stufenaufstieg. Der wird sozusagen auch vom ganzen Team bekommen. Also auch hier ist es schön, man hat nicht so die typischen Noobs, wenn einer fällt, dass man da so richtig ins Hintertreffen kommt. So, jetzt Vampirangriff oder natürlich mehr Schaden. Wir spielen ihn als Damage-Dealer. Also machen wir doch das. Und es gibt hier auch so Camps. Auch das machen wir mal. Und wenn man diese Camps hat, dann helfen die einem, die Linie zu pushen. Wie ihr wünscht. Ich weiß nicht, ob ich für die schon stark genug bin. Oh, noch. Geht's? So, noch ein bisschen schnell heil mit der Fähigkeit. Und da ist es tot. Und jetzt hier reinstellen. Und schon helfen die einem. Auch eine coole Sache. War jetzt auch wichtig. Weil die Gegner das gleiche gemacht haben. Und hier stehen sie schon vor unserer Tür sozusagen. Da brauchen wir jetzt auch Hilfe. Weil jetzt kommen hier doch die Gegner schon ganz schön stark vor. Jetzt hätte ich nichts mehr auf. So, der erste konnte da erledigt werden. Und da haben wir den Teamfight direkt auch für uns ein bisschen entscheiden können. Und jetzt gehen wir unsererseits auf die gegnerische Basis. Die Jagd geht weiter. Ich fühle mich gestört. So, man sieht, die KI vom Spiel ist wirklich nicht schlecht. So, und jetzt hier mit den Leuten mal schnell das Camp da zu unserem machen. Und auch da haben wir jetzt Leute, die uns unterstützen. Jetzt gehen wir mal schnell. Da ist noch eine Truhe. So, da wollten sie uns jetzt hier stören, haben das aber nicht wirklich hinbekommen. Dementsprechend konnten wir sie jetzt hier zurückschlagen. Die Dublonen geben wir direkt ab. Jetzt haben wir auch unsere heroische Fertigkeit. Wir haben eine Abmachung. Schickt diese Küstenschiffer zu den Heilen. So, jetzt gehen wir hier praktisch hier oben auf das Ganze. So, da lief er mir schön in den Schuss, würde ich mal sagen. Und auch hier das Camp. Jetzt könnte man noch den Boss klar machen. Das Team agiert hier wirklich schön zusammen, das muss man mal sagen. Machen wir unsere heroische Fertigkeit an. Hat natürlich jetzt Reload. Und auch der kämpft jetzt für uns.
Also gerade diese kleinen Details, die hier Blizzard gemacht hat, da merkt man wieder, Blizzard nimmt sich einem Genre zwar sehr spät in der Regel an, aber wenn sie es dann machen sie das mit Köpfchen. Und nicht nur so eine billige Kopie, wie man es halt so machen könnte natürlich, wenn man einfach eine 1:1 League of Legends Kopie macht. Euer Schicksal ist besiegelt. Gehen wir. Wir sind dran, Jungs. Jetzt kommt Leben in diese Bude. Will ein Talent. Ja, jetzt haut er natürlich ab. So, aber da hilft mir doch mein kleiner und netter Freund. Oh, verlangsamende Gegner ist immer schön. In so einem Spiel. Machen wir doch lieber das. Er hätte jetzt wahrscheinlich dazu jetzt geführt, dass der andere da jetzt nicht mehr weggekommen wäre. Ganz wichtig natürlich mit so einem Fern... Oh, der Jim Raynor hat sein Schiff geholt. Und da konnte ich jetzt hier mal reinspringen. Und sehr gut. Jetzt bekommt das Gegnerteam richtig Probleme langsam mit uns. Oh, schießt auf mich. Ah, da bin ich aus der Ulti geschmissen worden. Oh gut, jetzt wird's eng. Jetzt wird's sehr, sehr eng. Ja, ich glaube, das ist einfach mal den Ruhestein nutzen und ab in die Basis. So, und da ist auch schon eine Truhe erschienen. Also man sieht, es gibt dieses Einkaufen und so nicht so, und das ist auch wiederum natürlich ein Vorteil. So, und unten ist wieder ordentlich was los. So, und wenn ich jetzt verlangsame, kann ich jetzt auch nochmal zusätzlichen Schaden an ihn machen. So, da habe ich mich jetzt mal aus dem Shop schnell gemacht. Mit einer Rolle. So. Und da kann man schon fast der Vorentscheidung sprechen. Bis jetzt läuft es wirklich fantastisch super für uns. Den höchsten EP-Beitrag habe ich aktuell im Spiel. Also das... kann wirklich sagen, das passt. Aber wie gesagt, das ist einfach auch dieser Teamgedanke mehr dadurch da. Das finde ich ganz toll. So, und jetzt haben wir doch mal wieder so weit, dass unser Kapitän Hook, würde ich schon fast sagen, schießen kann. Ja, jetzt habe ich meine 3 immer noch, weil der jetzt abgegeben hat. Oh, da unten ist jetzt einiges los. Das war jetzt doof natürlich. Ah, das war jetzt super doof. Ich dachte mir, vielleicht mit meiner Rolle komme ich noch vor die Gegner.
Jetzt habe ich natürlich eine lange Phase, bis ich wieder belebt werde. 33 Sekunden. Ja, man sieht hier, das Lager kommt natürlich dann auch bald hoffentlich wieder zurück. Und wir sind auch wieder am Start. Oh. Der Pfad führt hier lang. So, mal unten schnell verteidigen, weil man sieht auch hier, es hat keinen Schuss mehr und keine Bomben mehr zum Schießen. Auch das ist ein schönes Detail, dass praktisch hier so ein bisschen, ja, die Tower nicht nur immer schießen, wie man es halt so kennt, sondern, ja, es wird so ein bisschen auch hier wieder weitergedacht. Ach, und schon wieder. Das ging natürlich, da wollte ich viel zu hart verteidigen. Jetzt passiert sowas, was normalerweise nicht so passieren soll. Und zwar, es wird jetzt nicht zu sehr aufgeteilt. Der Gegner macht jetzt hier eine Lane ganz schön. Aber unser Team verteidigt sehr schlecht. Deswegen fällt jetzt sehr, sehr viel. Was passiert hier in der Basis? Ja, da pushen sie weiter, beziehungsweise einer hat hier noch gut gepusht. So, in 5 Sekunden geht es auch schon wieder rund. Aber noch steht unsere Basis ist wirklich deutlich besser da als die gegnerische. In Ordnung. Und hier sind 5 Coins, die man dann natürlich auch gleich abgeben kann. Also von dem her hat die gegnerische Basis gleich nichts mehr zu lachen. Wie ihr wünscht. Wir sind dran, oh. Jungs. Ah, das ist gerade schon. Der ist aber auch immer schnell mit seinem Abgeben. Da unten greift, also die Lane da unten, die haben sie ja jetzt wirklich schon stark im Fokus. Macht Heifut aus ihnen! Hier lang. Will ein Talent! Ich glaube, wir haben genug! So. Gut gemacht! Ja. Da hat er jetzt keine Chance gehabt. Wir haben ein paar Coins, die man auch direkt abgeben kann. Und Talente. Und jetzt können wir hier, glaube ich, fast das Spiel auch schon zu einem Ende bringen. Jetzt steht nur noch die Hauptbasis. Ein kluger Schachzug. Ah, da hat er ja nochmal Glück gehabt. Und jetzt gehen wir auch schon auf. Wenn dieses Ganze hier erledigt ist, dann ist auch das Spiel damit geschafft. Aber jetzt wollen es die Gegner dann natürlich nochmal wissen. So, und damit war das Spiel beendet. Sehr, sehr ordentlich, glaube ich, haben wir uns dann da noch geschlagen. Jetzt gibt es die klassische, natürlich, Nachberichterstattung.
So, und auch hier steigt der Spieler bzw. der Charakter einzeln auf. Das ist auch sehr schön. Sowohl Charakter als auch Spieler gibt hier einen Progress. Also persönlich muss ich sagen, finde ich das Spiel sehr toll. Es ist auf jeden Fall mal eine ganz schöne Abwechslung zum klassischen League of Legends. Und ich muss sagen, mir persönlich gefällt sogar von der Tendenz eine ganz kleine Nuance besser. Mich würde es interessieren, was ihr davon haltet. Und lasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen natürlich auch sehr gern gesehen. Bis bald, euer Alcaramba.